Durch innovatives Ballonrecycling können wir allein in Deutschland jährlich 10 Millionen Tonnen CO2 einsparen. Zementherstellung ist verbunden mit CO2-Emissionen. Und das größte Problem ist, dass ein großer Anteil von diesen Emissionen kommt vom Rohmaterial, vom Kalkstein. Es ist natürlich für uns von höchstem Interesse, genau diese Emissionen zu minimieren. Wir haben Mittel und Wege gefunden, wie wir Altbeton genau dafür verwenden können. Die Technologie, die wir entwickelt haben, erlaubt uns zum einen die selektive Trennung des Altbetons in seine Hauptbestandteile, das heißt Sand, Kies und ausgehärteter Zementstein. Und genau dieser ausgehärtete Zementstein hat das Potenzial, CO2 wieder fix zu binden. Dies ist für uns ein hohes Potenzial für eine CO2-Senke. Auf der anderen Seite können wir mit diesem ausgehärteten Zementstein große Teile des Kalkstein bei der Zementherstellung ersetzen und dadurch den CO2-Fußabdruck der Zemente selber signifikant verringern. Die Menschheit produziert mehr Beton als alle anderen Stoffe. Es gibt pro Kopf weltweit ungefähr 2,5 Tonnen Beton produziert jährlich. Und jeder Beitrag zur CO2-Senkung hat große Auswirkungen weltweit, weil Beton ist fast gleich überall. So, wenn wir eine Technologie entwickeln, die kann sofort angewendet werden weltweit.